Ja, guten Tag. Können Sie mich hören? Hallo? Ja, ich finde sehr gut. Ja, hier ist Mader. Ich habe hier im Prinzip gerade, weiß nicht, ob ich da schon richtig bin bei Ihnen. Sonst sagen Ja. Sie gerne Bescheid, ne? Bitte. Was wollte ich denn jetzt nochmal? Ja, ich habe hier ja so eine Gewinnmitteilung erhalten im, ich wollte eigentlich nur Zeitung lesen im Internet. Und da steht Okay. jetzt 300 Euro, Überraschungsgeschenk. Ach, okay. Ne? Nennen Sie mir da einmal den Vor- und Familiennamen. Ja, Hugo. Ja. Bindestrich Egon. Ach, kleinen Augenblick. So, Bindestrich Egon. Ja, Nachname Marder, wie das Tier im Auto. Ja. Ja. Und das Geburtsdatum bitte einmal. Nochmal bitte. Das Geburtsdatum. Das ist heute angezeigt worden, also jetzt vor 5 Minuten. Ihr Geburtsdatum, wann Sie geboren Ach sind. so, das ist der 4. April. Ja. 43. Ach, da werden Sie nächste Woche volljährig, Herr Mader. Ja. Wird ja auch langsam mal Zeit, dass ich ohne meine Frau mir einen Schnaps kaufen darf, ne? Das stimmt. Ja, Sie sind So. ja, sagen wir mal, sehr lustig. Das finde ich ja potenziell immer sehr gut, ne? Oft Ja, ist kann ich das Sie ja so, zurück. da ruft man irgendwo an und man hat Ja. das Gefühl, der Gesprächspartner wird da, sag ich mal, mit der Peitsche, sag mal, beim Sitzen gehalten, ne? Ach, okay. Das ist Ja. besonders schlimm immer, wenn man bei Essen auf Rädern oder bei der Krankenkasse anruft, ne? Da, wo man Ach, am meisten okay, das drauf kenne ich. angewiesen ist. Da denkt Ja. man, die wollen ja gar nicht mit einem reden. Ne? Ja, das können Sie laut sagen. Das Gefühl habe ich auch immer. Soll ich lauter sprechen? Nee, nee, alles gut. Ich verstehe Sie sehr Ach gut. Sie so. hören mich auch? Nochmal bitte? Verstehen Sie mich so besser? Ja. Okay, perfekt, weil ich höre Sie schon sehr gut. Das Ich darf freut aber ganz mich. herzlich gratulieren, Herr Mader. Ja, Sie wozu haben denn? nämlich eine Reise gewonnen für zwei Personen nach Nein. Hamburg. Wirklich? Ja, für 4 Tage, 3 Nächte und das im Wert von 398 Euro. Oh, Herzlichen Glückwunsch. vielen Dank. Das ist ja, sagen wir, die beste Nachricht ich müsste jetzt überlegen. Auf jeden Fall ist das gut, ne? Ja, ich würde Ihnen die Unterlagen gerne zusenden. Ich müsste nur wissen, an welche Anschrift die Postleitzahl. Bitte zuerst. Ja, einfach zu mir nach Hause, ne? Also wir sind jetzt Ja. derzeit nicht im Ferienhaus, ne? Ich habe ja Ihre Anschrift nicht. Daher müsste ich die erneut erfassen. Die Ach so. Postleitzahl. Ja, das ist 91 448 Ja, der Ort. Emskirchen. Ja. Ja. Und die Straße? Alt Schauerberg Ja. 9. Ist So. gut, hier mal rauszukommen, weil da ist ja, sagen wir mal, größere Baustelle gerade, ne? Das geht mir ja Ach. ziemlich auf die Nerven, ne? Ja, Ich habe da verstehe ja ich. schon angerufen und habe dem Bauleiter gesagt, er kann arbeiten. Also wir sind ja, sag ich mal, zwischen 13 und 13:30 Uhr, da sind wir ja, sag ich mal, immer einkaufen. Habe ich gesagt, da dürfen die gerne arbeiten, aber davor und danach will ich meine Ruhe haben. Hat er sich nicht drauf eingelassen. Verstehe ich. Ist Aber nicht ich schicke nett. Ihnen erstmal die Reiseunterlagen zu, Herr Mader. Ja, das ist sehr freundlich. Die haben Sie innerhalb der 14 Tagen in Ihrem Briefkasten. Ja. Da sind verschiedene Reisetermine angegeben. Sie können sich gerne eins aussuchen. Ach An- und so. Abfahrt. Unterkunft, Frühstück ist ja auch mit drin. Wenn Auch. Sie dann die Reise ja antreten, genau, einfach nur ausfüllen, zurückschicken, dann wird Ihnen das bestätigt. Wenn Sie aber sagen, ich will die Reise nicht, aus welchem Grund auch immer, dann machen Sie nichts. Ja, Ja. dann verfällt die Reise. Sie gehen hiermit keine Verpflichtung ein. Haben Sie denn Sie im haben. Prinzip auch die passende, weil das kann ja gerade mit Corona oder mit einem Das haben wir natürlich. Raketenangriff, bieten Sie da Ja. denn im Prinzip auch eine Reiserücktrittsversicherung an? Es ist ja kostenlos für Sie. Ja, Daher ist es dann ja. Ihnen überlassen, ob Sie die Reise machen oder nicht. Das ist kein Problem. Ja, aber das Daher gibt es gehört auch sich ja verschiedene. nicht, ne? Da soll ja der
Der Betreiber von der Hotellerie, da soll da, sag ich ja mal, nicht auf den Kosten sitzen bleiben, ne? Ach so, ja Nee, klar, das nee. müssen Sie dann mit dem Reiseveranstalter abklären, Herr Marder. Sie haben sich aber unabhängig von der Reise auch für die Sofortrente registrieren lassen. Es ist eine Sonderziehung. Da werden Sie bei einem Gewinnfall benachrichtigt und dazu benötige ich nochmal Ihre Ist E-Mail-Adresse. eine Sonderzahlung wegen Jubiläum, Sonderziehung. wegen Nein, der Sonder. goldenen Hochzeit jetzt nächstes Jahr. Nein, Sonderziehung. Es ist eine Verlosung. Es ist für Sie kostenlos. Und da werden Sie bei einem Gewinnfall benachrichtigt. Dazu benötige ich einmal Ihre E-Mail-Adresse. Ja, das ist ja im Prinzip, ich muss das kurz einmal öffnen. Ich kann mir das immer so schlecht merken, ne? Ach, kein Problem, man schreibt sich ja kaum selber, ne? Nochmal bitte? Man schreibt sich ja kaum selber. Nee, das stimmt. Ich habe aber mal das Problem gehabt. Ich habe ja im Prinzip, bis ich ja mal meine Frau, sag ich mal, über die Gefangenenpost kennengelernt habe, ne, ist ja immer schwierig gewesen, an geeignete Gesprächspartner zu kommen. Ich habe im Prinzip ja lange mit mir selber immer sprechen müssen, weil da, sag ich mal, ja gar keiner sonst verstanden hat, um was das geht, ne? Deswegen Verstehe ich. kann ich Ihnen jetzt im Prinzip die Anschrift auch gerne mitteilen. Also Das, Ihre E-Mail-Adresse, ne? ja, das ist Strand, wie der Strand an der Nordsee. Und dann Spaziergang, wie das Spazierengehen. Ja. 45. Ja. Und dann der Klammeraffe. Ja. Und dann gmail.com. So, vielen Dank. Also Sie werden über jeden Gewinn dann immer benachrichtigt, Herr Marder. Da drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen, damit es mal klappt. Also Ja. das kommt dann bei der E-Mail-Adresse rein oder beim Genau. Telefon. Nee, da werden Sie per Mail benachrichtigt über die Sofortrente. Von Ja, da Ihnen? drücke ich Ihnen ganz genau, da drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen, damit Ja, es mal danke. klappt. Ja. Was gewinnt man da denn? Die Rente, die Sofortrente im Wert von 250.000 Euro. So viel? Ja. Das ist ja großartig. So, und dann informieren wir Sie auch zukünftig schriftlich, telefonisch und per Mail über Bösche Angebote. Diese Einwilligung können Sie dann jederzeit auch widersprechen, ja? Über böse Angebote? Bösche. Das ist die Klassenlotterie. Lotto? Ja, die Süd- und Norddeutsche Klassenlotterie Bösche. Ja. Ja, diese Aha. Einwilligung können Sie jederzeit widersprechen. Unabhängig aber von der Reise haben Sie jetzt auch noch Anspruch auf die größte SKL-Gewinnaktion aller Zeiten, weil wir haben 1,2 Milliarden Euro, Herr Marder. Die Oh, müssen wir auf die herzlichen limitierte. Glückwunsch, dann gehören Sie ja zu den reichsten Menschen der Welt. Die Lotterie hat die 1,2 Milliarden. Ich selber persönlich. Ach so, ich wollte gerade schon sagen, das ist ja kein Grund anzugeben, ne? Ja, weil wie gesagt, diese 1,2 Milliarden, die müssen wir jetzt auf die limitierte 3 Millionen Lose ausspielen, Herr Marder. Wer sagt Sie das? merken, bitte? Wer sagt das denn, dass sie das Die müssen? Lotterie. Ach Die so, Lotterie. das klang gerade Ja? so Und die. gezwungen. Ach so. So war das nicht gemeint. Ja, nicht, Also dass sie wir da werden Ärger die, kriegen, ne? nein, nein, also wir werden die 1,2 Milliarden Euro auf die limitierte 3 Millionen Lose ausspielen. Sie merken, es ist mehr Geld vorhanden als Lose, weil wir möchten, dass jeder Teilnehmer, wie Sie auch mal was davon hat. In der Vergangenheit war das so, einer hat sich die Millionen geschnappt, der Rest ist leer ausgegangen, Ja, wie die Sie. Merkel, ne? Und das wollen wir aber vermeiden, stückeln die Millionen, so dass wir eine gerechte Gewinnverteilung haben. Naja, die hat jetzt ja auch genug, ne? Genau. Aber statt ein Gewinner am Tag mit Millionen haben wir jetzt jeden Tag 1000 glückliche Gewinner mit 1000 Euro. Tausend? Und ja, und am Wochenende bis zu über 300.000 Ziehungen. Der Hauptgewinn beträgt bis zu 30 Millionen Euro. Ha, Die da wäre kann ich ja ich ja nicht schwach. versprechen, aber Sie sind bescheiden, freuen sich über ein paar tausend Euro dann Ha, mehr auf dem natürlich. Konto, ne? Na, wer würde das denn nicht? Oder haben Sie schon mal jemanden gehabt, der da Nein gesagt hat?
Nein. Und hier gewinnt rein rechnerisch jedes zweite Los. Damit Rein ist gemeint, dass rechtlich? ihr rein rechnerisch Ach so. gewinnt jedes zweite Los. Damit ist gemeint, dass ihre Lose nicht rausfahren nach einem Gewinn. Die werden wieder reingespielt, sodass sie nochmal gewinnen dürfen. Es geht Wo? ja um die Häufigkeit Ich der Gewinner. versuche da gerade mitzuschreiben. Wo sind die Lose rausgefallen? Die bekommen Sie ja erstmal. Sie suchen sich ja eins aus, ne? Ja. Ich habe für Sie zwei Lospakete reserviert. Sie können sich gerne eins aussuchen. Zum einen das Einstiegspaket. Meine Empfehlung, drei Lose zusammen 45 Euro im Monat oder das Profipaket, vier Lose zusammen zu 60 Euro. Und Sie entscheiden selber, was Sie einsetzen. Es ist ja für jeden was dabei. Lotteriebeginn ist der 1. Juni. 30. November ist Schluss. Und die Unterlagen mit dem Lospaket, was Sie sich aussuchen, haben Sie in 14 Tagen schriftlich. Ich gebe Ihnen gerne meinen Namen, die Code mal durch, damit Sie wissen, mit wem Sie gesprochen haben. Haben Sie was zum Schreiben da? Nee. Soll ich jetzt einen Stift holen? Ja, das wäre nett. Wie bitte? Ja, bitte. Ja, ich höre. Ja, also das ist die SKL. Wer? Die Lotterie. Was So, ist mein damit? Name. Ich soll ich jetzt was zu schreiben holen? Ja, bitte. Ja, einen Moment bitte. Sie bringen mich Ja. ganz durcheinander hier am frühen Oh, Morgen. das tut mir leid. Bin gerade erst aufgestanden, ne? Ich habe heute Nacht den Weg zum Badezimmer nicht gefunden, ne? Das war alles ein bisschen umständlich. Kennen Sie das Problem? Inwiefern? Hallo? Ich höre. Ja? Haben Sie was zum Schreiben? Ja. Ein Stift und Zettel? Ja, soll ich jetzt die Gewinnzahlen notieren? Nee, ich wollte Ihnen meinen Namen durchgeben. Wofür brauche ich den denn? Damit Sie sich bei der richtigen bedanken nach dem ersten Gewinn. Nochmal, was soll ich machen? Es bringt mich alles Damit durcheinander. Sie sich nach dem ersten Gewinn bei der richtigen bedanken. In welcher Form ist das denn erwünscht bei Ihnen? Ja, da freue ich mich über Ja, ein ja, Dankeschön. ja, aber in welcher Form hat das dargebracht zu werden? Telefonisch, einfach Dankeschön, Ach darüber freue so. ich mich. So, dann Da, notieren Sie sich bitte, mein Name ist Hahn. wie das Hühnchen? Genau. Ich habe eine Hühnerzucht im Garten, falls Sie das Ach, wie schön. interessiert. So, die Codenummer Ich lautet. würde ja jetzt im Prinzip die Codenummer, also wir haben ja im Prinzip zwei Tresore, bei dem hier unten in der Küche, der ist ja im Prinzip hinterm Wandschrank, ist das 1473 und oben vom Waffenschrank bei mir im Büro, ne, das ist 2314. Das dürfen Sie aber nicht weitersagen. Ich würde Ihnen das empfehlen, Was denn? niemand es weiterzusagen, Herr Ja, das Maser. mache ich ja auch nicht. Okay, nachher kommt jemand bei Ihnen im Haus und bricht ein. Ne, das würde ich denen ja nicht raten, ne? Ich habe ja im Prinzip damals so diverse Verteidigungsanlagen aufgebaut. Ich muss die dann nur leider nach dem Aufenthalt, also nicht danach, sondern während des Aufenthaltes haben die das ja alles abgebaut, ne? Das ist ja Verstehe, aber die quasi, Codenummer, die ich das Ihnen lief durchgebe. quasi als Demilitarisierung des Königreichs der Maulwürfe. Ja, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nein, alles gut, aber die Codenummer, die ich Ihnen gerade durchgebe, Ja? die ist sehr wichtig, damit können Sie uns unterscheiden von anderen Anrufern, ja? Die lautet 2412. Kommen da denn noch mehr Anrufe? Nein. Und Also wo? 2412, ne? Soll ich das jetzt auf dem Telefon drücken? Nein, Sie sollen sich das notieren. Ja, und dann, was soll ich dann da zur weiteren Verwendung? Wie funktioniert das? Wenn wir Sie anrufen, um Sie zu benachrichtigen über Ihre Gewinne, melden wir uns immer mit der Codenummer. Wir sagen dann immer 2412, dann wissen Sie, dass wir dran sind. Das ist ja Weihnachten, ne? Genau.
Aber ist auch Also, viel und zu ich müsste einfach. wissen. Können wir uns da nicht auf, sagen wir mal, wir müssen ja ein Codewort einrichten. Das kann sich aber niemand mehr, also Na, wir das können weiß ja, ja niemand. sagen wir, wir haben jetzt ja beide einen starken Bezug zum Federvieh. Wir können das ja einfach so machen, es ist ja eine Absprache zwischen uns beiden. Wenn da einer anruft, jetzt bitte nicht erschrecken, ich habe das lange geübt, dann also, um mit denen halt auch sprechen zu können, ne? Dann einfach mal einmal, und dann ist das ja quasi verifiziert. Da weiß ich, da ist auch ein Hühnerfreund am Telefon. Aber das ist ja nicht, aber ich bin es ja nicht, die immer anruft, ne? Das Ach sind dann Kollegen, so. deswegen, die werden ihnen dann die Codenummer nennen, ne? 24 Sind Sie da 12. denn, sag ich mal, in Führungsverantwortung? Inwiefern? Also ich bin ja nur für die Gewinnberichtigung da, deswegen haben sie ja bei uns angerufen. Sind Sie noch in der Ausbildung? Ach so, nee, nee. Ach Ich bin, wir so. sind schon ausgebildete Kaufleute, Ach Herr Mahler. so. Ja, Pa, da habe ich Ja. das falsch verstanden. Pardon, ich wollte jetzt, sag ich mal, Nee, nee, alles nicht gut. die Ich kann. Berufsehre hier kränken, ne? Ach so, nein, nein, alles Nein, nein, gut, das da wäre sind wir ja. schon durch. Ach, So, und damit ich sind müsste Sie schon aber. durch? Bitte? Damit sind Sie schon durch? Also die Ausbildung haben wir schon alle hinter uns. Das ist doch großartig. Das ist ja auch ganz wichtig heute, ne? Ja, definitiv. Aber ich müsste jetzt wissen, welches Lospaket ich Ihnen zusenden darf. Also entweder die drei Lose zu 45 € im Monat oder die vier Lose zu 60 €. Ich hätte gedacht, da gewinne ich Millionen. Jetzt sind es nur noch 60 €. Der Rest ist bestimmt Steuern, ne? Nein, über paar tausend, nein, das sind die Kosten, die auf Sie zukommen. Ich dachte, ich habe was gewonnen. Es ist unabhängig von Ihrem gewonnenen, von Ihrer gewonnenen Reise. Das ist gerade die Lotterie, die ich Also Ihnen vorgestellt habe. die Reise kostet 60 € und bei der Nein, Reise die kann ich Reise. dann 30 Herr Millionen Mater, gewinnen. nein. Warum bringen Sie das so durcheinander? Die Reise, die haben Sie gewonnen. Die steht Ihnen zu. Die schicke ich Ja. Ihnen zu mit den Unterlagen. Sind Sie da Und quasi, sind wir dann bei Ihnen da als Gäste untergebracht oder wie funktioniert das? genau, die haben Sie mit den Unterlagen, da können Sie das detailliert nochmal durchlesen. Aber unabhängig von der gewonnenen Reise, Herr Mader, haben Sie Anspruch auf die Norddeutsche Klassenlotterie. Und die Lotterie läuft 6 Monate und für die Lotterie zahlt man monatlich, um gewinnberechtigt zu sein. Und daher frage ich, was wäre dann für Sie monatlich machbar? Entweder 45 € oder 60 €. Also, wir haben ja, weiß nicht, ob Sie das wussten, aber momentan ist in Osteuropa ja ziemlich kritische Lage. Wir sind Ja. jetzt gerade dabei, hier, sag ich mal, die Makroökonomie, sag ich mal, wieder im Dorf bei uns hier in Emskirchen. Weil wir haben ja die größte Bedrohung ist jetzt mit dem Abriss vom schreienden Haus hier abgewendet. Und jetzt bereiten wir uns halt, da mal, wir stellen ja im Prinzip den Wirtschaftskreislauf auf Tauschhandel um. Ich habe hier im Prinzip 7 Marderpelze und ich könnte anbieten so zwischen 50 und 53 Hühnereier. Das ist im Prinzip Faktorierungsgröße L pro Monat. Da müssen wir nur gucken, wie wir das nach Hamburg zu Ihnen nach oben kriegen. Aber es geht jetzt gerade um die Lotterie Ja, und das ist ja schon mal da müsste ich ein wissen. wertiger Einsatz von Naturalien. Ich habe im Ja, das Prinzip verstehe ich, auch. aber der feste Betrag wird jetzt zu festen Termin dann auch abgebucht von Ihrem Konto. Und da müsste ich halt wissen, welches ich Ihnen zuwenden darf. Ich Also habe ja. entweder die drei Lose zu 45 € oder vier Lose zu 60. Welches darf denn für Sie im guten Sinne sein? Also ich hätte ja im Prinzip auch noch wenn Sie weiß ja nicht, wie weit Sie sagen wir, mit modernen Währungen, sag ich mal, hier so diese Internetsachen, sind Sie da aktiv mit? Kann man da bei Ihnen, sag ich mal, agieren? Nein, also bei uns läuft das alles per Lastschrift, Herr Marder. Nee, Lasten darf ich ja gar nicht mehr heben, hat der Doktor gesagt. Also. Nein, per Lastschrift ist, das heißt, es wird von Ihrem Konto abgebucht, der Betrag. Ach Daher so. frage ich Sie, welches darf es denn sein? Drei Lose 45 € oder vier Lose 60? Also ich hätte im Prinzip auch noch, sag ich mal, 16 Hühnerpunkte. Die würde ich im Prinzip auch tauschen. Müssen wir nur mal schauen, inwieweit Sie die in Hamburg einlösen können, ne? Können wir nicht. Wir machen ja, wie gesagt, monatliche Abbuchungen. Daher frage ich Sie ja. Na, das ist ja Was ist schon Ihnen lieber? schwierig, ne? 45
Euro oder 60 Euro, Herr Maser? Ich sag mal, das Geld fließt ja alles in die Hühnerfarm. Ich würde das ja im Prinzip lieber tauschen. Das geht leider nicht. Ich habe Man hier zahlt auch neulich, wir haben ja Kilotarif. ein Fundament für, wir haben ja hier auch viele Frösche. Ich wollte den wintersicheres Quartier bauen und da bin ich beim Graben halt auch da, oder mein Enkelsohn, weil ich kann das ja nicht mehr leisten, um ehrlich zu sein, sind wir auch auf eine Kiste aus dem Krieg noch gestoßen. Da wären im Prinzip auch, sag ich mal, Beutesachen drin. Da wären wir, sag ich mal, auch bereit zu investieren, wenn sie da, sag ich mal, den Kontakt noch zum Vatikan haben. Die kaufen sowas ja Herr immer, ne? Mader, entschuldigen Sie bitte. Also es Ja, geht hier um ich reine. verzeihe Ihnen. Ja. Also ich müsste jetzt wissen, welches Lospaket ich Ihnen jetzt zusenden darf. Also entweder die drei Lose zu 45 Euro im Monat oder 60 Euro. Was wäre dann für Sie eher machbar? Ja, und ich muss ja bei mir im Formular jetzt ja auch vermerken, ob Sie lieber die weißen Eier in Größe M oder die braunen in Größe L im Prinzip. Ich muss das ja einpacken. Ne? So, und welches darf es denn jetzt sein? Drei Lose zu 45 Euro, würde ich sagen, ne, weil Sie Rentner sind. Ja, ich gewinne doch jetzt eine Rente, haben Sie gesagt, ne? Ja, aber es geht gerade um die Staatslotterie, Herr Mader, die ab dem 1. Juni startet, ne? Also dann schicke ich Ihnen die drei Lose zu 45 Euro. Da kommt 3,95 € dann hinzu für die Nebenkostenpauschale. Was für Und du wirst Nebenkosten erst denn? Die haben den Strom doch gerade erst Sofortzug. verteuert und das Gas auch. Die Nebenkosten bei uns. Na, aber Wir sagen uns Auto ich wohne ja gehört. nicht bei Ihnen. Ich meine auch nicht Stromkosten, Herr Mader. Ach, Ich Sie spreche meinen, von den ach, fürs Nebenkosten, die wir Hotel, von meinen Bank, Sie. nein, Nee, wir wollten ja keine, Entschuldigung, ja, wie bitte? von Bank- und Portogebühren spreche Da ich. habe ich doch gar nichts mit zu tun. Ja, aber ich schicke Ihnen doch Unterlagen zu. Ja, wenn Sie mir unaufgefordert Sachen schicken, da können Sie da doch kein Geld für verlangen. Verstehen Sie das gerade, worum es geht, Herr Mader? Entschuldigung. Ich wollte ja im Prinzip jetzt Ihre Bestellung aufnehmen. Welche Bestellung? Na, hier für die Hühneraccessoires. Sie wollten doch das Monatsabo abschließen. Nee. Jeden Tag Also ich. zwei Eier und eine Feder, ne? Herr Mader, ich schicke Ihnen die Reiseunterlagen zu, wünsche Ihnen viel Spaß damit, ja? Und einen angenehmen Tag wünsche ich und bleiben Sie gesund, Also ja? für 1995 dürfen Sie im Prinzip auch einem Huhn einen Namen geben, wenn Sie das möchten. Das ist sehr nett. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, Herr Mader, und einen wunderschönen Tag dann auch, Der ja? Name ist zu lang. Sie müssen sich da schon was Kürzeres ausdenken. Nee, ich habe Ihnen einen wunderschönen Tag gewünscht. Ach so, ja, den wünsche ich Ihnen auch. Aber ich brauche noch den Dankeschön. Namen für das Huhn. Ach so, nee, ich wollte dem Huhn keinen Namen geben. Einen Das schönen Tag soll noch. es Tschüss. namenlos sterben, das ist aber nicht freundlich. Das tut mir leid, ne? Aber alles Gute wünsche ich. Es Schönen Tag. tut Ihnen gar Tschüss. nicht leid, Sie lachen. Ich liebe das, wenn man einfach versucht, Ihnen was zu verkaufen. Geil.